Wawrinka und Co. treffen im Davis Cup auf einen harten Gegner. Das Team USA. Schaffen die Schweizer auch ohne ihre Nummer 1 den Sprung in die nächste Runde? Davis Cup USA-Schweiz. Einzel. Gleich. Grüezi, es geht um die Miete. Wie manchmal sind Sie letzten Monat in der Wohnung? Immer. Balkon benutzt? Nein. Und der Freund? Ja. Ah, einmal, da haben Sie noch recht lang getuscht. Macht 1506 Franken und 15 Rappen. Fixe Preise sind einfacher. Darum gibt's jetzt Pauschaltarife für unlimitiertes Mobiltelefonieren. Schon ab 10 Franken pro Monat. Ganz einfach. Sunrise. Sexuell übertragbare Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Herpes genitalis, werden häufig nicht erkannt. Herpes genitalis wird durch ein Virus verursacht und betrifft mindestens 15% der Erwachsenen in der Schweiz. Falls Sie im Genitalbereich wiederkehrende Beschwerden oder sogar Schmerzen haben, kontaktieren Sie Ihren Arzt. Jetzt überall, wo es Sunrise gibt, das Nokia 5800 für nur einen Franken mit Flat Basic und zusätzlich 1000 gratis SMS im Wert von 100 Franken, exklusiv bei Online-Bestellungen auf sunrise.ch. Sunrise. Bildwelten. Afrika, Ozeanien und die Moderne. Eine magische Ausstellung zu sehen in der Fondation Payala. Wir denken weiter. An eine Zukunft mit mehr Gesundheit. Mit dem Combi-Steam SL aus der neuen Futureline von Zug. Der einzige mit Garsensorik. Der neue Combi-Steam SL für perfekt gelungene Gerichte. Zug. Führend in Küche und Waschraum. Watchmen, die Wächter im Kino. Finden Sie das absurd? Nun, genauso absurd ist es, sich nicht anzugurten, weil man nur eine kurze Strecke fährt. Ein Band fürs Leben. Ich bin mein Freund Heinz und unsere Idee, die wir im Militärdienst hatten. Ich bin meine Frau Edith, die als erste an mich glaubte. Und meine Familie, die mich am Anfang nicht verstand. Ich bin die 7 anderen Mitgründer, jung und ehrgeizig wie vor 30 Jahren. Ich bin Jan, Mitglied Nummer 80.000. Ich bin Konrad Wagner und dank all den Menschen, die mir begegnet sind, habe ich die Carsharing-Idee in der Schweiz verwirklicht. Optima, das Abo, das sich Ihrem Leben anpasst. Das Nokia 6210 Navigator für nur einen Franken mit Optima. Simon Ammann und Weltmeister Andreas Küttel im Kampf um einen Podestplatz. Die Nordic Tour live aus Kuopio. Dienstag, 17 Uhr, SF2. Ist deine Freundin nice? Nein, 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 ich meinte nicht, ob die Frau Fieber hat. Ich meinte, ist sie kurvig, fetzt sie. Was ist passiert? Was ist los mit ihm? Sie ist heiß. Wir müssen ihren Schädel öffnen. Es ist riskant, aber die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Nein. Falsche Antwort. Steht es mir nicht zu, nein zu sagen? Nein. Dr. House, die neuen Folgen. Morgen, 21.40 Uhr, SF2. Schweizer Tennis auf SF. Mit Generali.
Auf SF2 geht's nach dem Sportpanorama also gerade weiter mit Sport live. Hallo miteinander, herzlich willkommen zur Davis Cup Begegnung USA gegen die Schweiz. 1-2 liegen die Schweizer nach 2 Tagen gegen die USA im Hintertreffen. Das heisst, dass der Stanislas Wawrinka sein 1-2 von heute gegen Andy Roddick unbedingt muss gewinnen, damit die Schweiz kann ausgleichen und das letzte 1-2 würde entscheiden, wer in die nächste Runde kommt. Der Match zwischen Stanislas Wawrinka und Andy Roddick hat vor rund 20 Minuten angefangen. Darum wollen wir nicht viel Zeit verlieren. Gehen sofort nach Birmingham. Dort übernehmen der Stefan Bührer und der Heinz Günthardt. Zu 2 führt Stanislas Wawrinka. Alles in der Reihe. Man kann aber dennoch nicht sagen, sie hätten gar nichts verpasst, denn es ist schon einiges los hier im Birmingham Jefferson Convention Center vor neuerlich ausverkauftem Haus. Ja, im letzten Aufschlagspiel des Schweizers hatte Andy Roddick einen Breakball. Es gab auch 2 umstrittene Entscheidungen, aus unserer Sicht zu Recht umstritten, zu Ungunsten von Stanislas Wawrinka. Aber er hat das weggesteckt und sein Aufschlagspiel durchgebracht. Spielt ausgezeichnet von der Grundlinie aus, ist derjenige, der mehr Druck macht, wenn der Ball einmal im Spiel ist. Was nicht unbedingt überrascht, wenn wir uns die Spiele angeschaut haben am Freitag von Roddick gegen Chiudinelli und von Wawrinka gegen Blake. Die Schwierigkeit heute, wie auch vor 2 Tagen für Marco Chiudinelli, ist, diesen Aufschlag zu retournieren. Die Frage ist, ob wir Roger vermissen, wenn denn die beiden Einzel heute gespielt worden sind. Natürlich fehlt er, keine Frage. Und wahrscheinlich wäre die Partie bereits entschieden zugunsten der Schweiz, wenn Federer mit dabei wäre. Aber eben, wir wollen nicht allzu viel über Abwesende sprechen. Es ist, wie es ist. Für Roddick wird einmal mehr der Aufschlag der Schlüssel sein zum Erfolg, was natürlich andererseits heißt. Der Return ist der Schlüssel zum Erfolg, zum Break allenfalls für Stanislas Wawrinka, der versuchen muss, diese ersten Aufschläge zu antizipieren. Denn ansonsten sind sie kaum abzudecken. Dieser, so meine ich, war auf der Linie, dieser erste Ball. Der war auf der Linie. Ich sitze in der Verlängerung dieser Linie. Der war drauf. Kleiner Disput zwischen Patrick McEnroe und Severin Lüthi. McEnroe, der nicht ganz verstehen kann, dass sich Lüthi schon wieder beschwert bei Schiedsrichter Carlos Bernardes. Aber der nimmt einfach seine Aufgabe wahr. Und zuvor muss man sagen, die 2 Entscheidungen waren effektiv gegen die Schweiz. Roddick gegen Chiudinelli, ja, erstaunlich passiv. Roddick war 3 Meter hinter der Grundlinie bei den meisten Ballwechseln und spielt sehr oft auch Rückhandslice. Ähnlicher Beginn von ihm heute, wobei Wawrinka wesentlich mehr Druck machen kann als Chiudinelli. Wichtig wird sein, die Fehlerquote tief zu halten, was ihm bisher noch nicht ganz zur Perfektion gelungen ist. Schon 8 unerzwungene Fehler haben sich angereiht, aber solange er sein Aufschlagspiel hält, ist das kein Problem. Ja,
Aber da er es ist, der Dampf macht, ist auch klar, dass bei ihm das Risiko höher ist und damit die Fehlerquote. Das Tempo aus dem Spiel mit Erfolg. 15:30 aus Sicht von Stanislas Wawrinka. Im letzten Aufschlagspiel lag er 0:30 hinten, vermochte jenes Game noch zu wenden. Das war bereits am Freitag der Fall. Wenn Stanislav Wawrinka unter Druck war, kamen meistens erste Aufschläge. Wie auch hier, sein zweites Ass. Wird von Stanislas Wawrinka. Hier kommt die zweite. Stellen, wo der Ball nicht sauber springt. Ich meine, das war einer dieser Stellen bei diesem Slice. Das erste Break also an die USA, wobei man dazu sagen muss, Roddick war in der Anfangsphase derjenige, der seine Aufschlagspiele einfacher durchgebracht hat. Wawrinka zwischendurch brillant, aber immer wieder mit Fehlern. Es ist auch nicht einfach, weil Roddick ihm kaum Druck gibt. Wahrscheinlich wird er sich mit Marco Giudinelli besprochen haben vor dieser Partie. Und bei Giudinelli war es ja ähnlich. Es war Marco Giudinelli, der versucht hat, das Spiel zu bestimmen. Es auch tat, aber leider auch derjenige war, der ein paar Fehler zu viel gemacht hat. Ja, der hat definitiv zu viele Fehler gemacht. Sicherlich in den ersten zwei Sätzen gegen Andy Roddick. Und wenn wir uns die Bilanz von Wawrinka anschauen, nach 10 Games auch bereits 10 unerzwungene Fehler auf seinem Konto, das ist ein bisschen zu viel. 1992, das war das Jahr, als die Schweiz zum einzigen Mal in einem Davis Cup Final stand. In Dallas Fort Worth und sie spielten damals gegen das Dream Team Pete Sampras, John McEnroe, Jim Courier und Andre Agassi. Das lässt sich sehen. Und waren dennoch dran. Enge Geschichte. Damals, vor 17 Jahren mittlerweile. Seither hat es noch eine Begegnung gegeben zwischen den USA und der Schweiz. Das war 2001 in Basel und da konnten die Schweizer sich revanchieren. Roddick war damals bereits mit dabei, bestritt das fünfte Spiel, war quasi Ersatzmann. Und es war auch das Debüt von Davis Cup Captain Patrick McEnroe.
Severin Lüthi. Das Gegenstück von Patrick McEnroe auf Schweizer Sicht, auf Schweizer Seite. Ja, zu viele Fehler. Was schade ist, denn zweimal konnte er returnieren, war im Ballwechsel drin. Hatte also eine valable Aussicht auf den Punktgewinn. Wawrinka kämpft sich wieder ran. Roddick am Netz. Ausgezeichnet diese Rückhand. Die musste Roddick anheben und konnte entsprechend nicht genügend Druck machen mit dem Volley. Nur noch 40-30. Eine Netzberührung mit dabei, deshalb noch einmal erster Aufschlag. Glück für Wawrinka. Da wäre er nicht dran gewesen. Carlos Bernardes, der Mann aus Brasilien. Er nutzt seine zweite Chance. Und stellt auf 5-3 Andy Roddick, die Nummer 1 im amerikanischen Davis Cup Team. So gut. Ja, extrem auch, wie er heute konservativ spielt, Andy Roddick. Meinen Ball hier, diesen beispielsweise, dass er 3 Meter hinter der Grundlinie und spielt einen Slice. Wartet ab, aber die Rechnung ist aufgegangen bis anhin. Und wieder vorbei. Er ist allerdings auch keiner, der das Netz speziell gut abdeckt, Andy Roddick. Etwas, woran er sicher arbeiten wird mit seinem neuen Coach Larry Stefanke.
Wawrinka verkürzt. 4:5 aus Sicht des Schweizers. Er braucht das Break, um im ersten Satz zu bleiben. Ja, du hast Larry Stefanke angesprochen, den neuen Coach von Andy Roddick. Bisher haben die beiden vor allem an der Fitness des Amerikaners gearbeitet. 6 Kilo soll er verloren haben im Vergleich mit Ende der letzten Saison. Wirkt ein bisschen schneller, etwas beweglicher als auch schon der Schnellste wird er nie sein, aber das sieht besser aus als in früheren Jahren. Wobei man dazu sagen muss, er hat nicht 6 Kilo Fett verloren, das mit Sicherheit nicht, denn er war sicher nicht dick im Vorjahr, sondern er hat den ganzen Aufbau hat er verändert. Die Muskulatur ist schlanker geworden. Mehr Repetitionen hat er eingeführt, anstelle dass er höhere Gewichte gestemmt hat. Also weniger Bodybuilding, mehr auf Langstrecken der Muskulatur hat er sich getrimmt. Dabei verliert man natürlich einiges an Gewicht. Die Idee ist ja, dass das Verhältnis von Kraft, Schnellkraft zu Gewicht stimmen muss am Ende. Es hilft nichts, wenn ich nur Gewicht abnehme und mir dann die Muskulatur fällt, den etwas leichteren Körper zu beschleunigen. Auf jeden Fall hat er schon ganz gute Resultate in diesem Jahr eingefahren. Bereits 4 Turniere hat er bestritten. Wenn man das mit Wawrinka oder Federer vergleicht, ist das ziemlich viel. Begann die Saison in Doha, stand dort gleich im Finale, verlor gegen Andy Murray. Dann Halbfinale bei den Australian Open, Niederlage gegen Roger Federer. Halbfinale in San Jose, da verlor er gegen Radek Stepanek. Und an diesem Stepanek hat er sich dann eine Woche später revanchiert. Erster Turniersieg in Memphis in dieser Saison für Roddick, der jetzt für den Gewinn des ersten Durchgangs aufschlägt. Oh, klasse die Verteidigung hier von Stanislav Wawrinka. Diesen Lob hat Roddick wohl nicht richtig eingeschätzt, denn diesen Ball hätte er selbstverständlich smashen können. Der erste Punkt in diesem Aufschlagspiel von Roddick an Wawrinka. Der zweite. Und jetzt gibt er etwas Druck, Andy Roddick, und prompt kommt ein Fehler aus seiner Seite. Erstmals Roddick bei eigenem Aufschlag unter Druck in diesem Match. Und das war ja gestern zu sehen bei Brian Bryan. Auch die besten Aufschläger spüren Druck, wenn sie einmal hinten liegen. 0:30 aus Sicht von Roddick. Ah, klasse, dieser Angriffsball. Die entscheidende Nuance länger als der Angriffsbälle zuvor. Und entsprechend schwieriger zu spielen für Stanislas Wawrinka. Trotzdem, auch dieser Aufschlag kam zurück. Er scheint die Aufschläge etwas besser zu lesen als zu Beginn. Situation für Roddick sieht wieder etwas besser aus. Nach diesem Winner mit der Vorhand aus der Rückhandecke, 30 beide. Der Ball, um zu beschleunigen. Nicht lang genug von Roddick. Wawrinka hatte die Möglichkeit, ins Feld hineinzugehen.
aber verzogen. Ball bleibt an der Netzkante hängen und so haben wir den ersten Satzball für Andy Roddick. Ja, er weiß selber, die Chance war da. Entsprechend zeigt er sich frustriert, hat er gestern einen Schläger richtiggehend massakriert im Doppel. Geht an Andy Roddick. 43 Minuten hat er gedauert. 6:4 das Resultat. Ja, das eine Break, da hat er sich ein paar Fehler zu viel geleistet. Ja, und am Ende die letzten beiden Punkte, da hatte er beides Mal die Oberhand. Den Punkt auf dem Schläger, nicht zuletzt beim letzten Volley. Da war eigentlich alles offen, ist da einfacher gesagt als getan. Vor allem nach einem etwas längeren Ballwechsel, wo der Puls um die 200 ist. Roddick auf der anderen Seite, das muss man schon sagen, spielt äußerst solide. Zwar sehr weit hinter der Grundlinie, aber zwischendurch rückte dann doch wieder auf. Vor allem bei 15:30 hat er dann sofort beschleunigt, quasi aus dem Nichts. Hat das quasi in der Hinterhand, im Falle er es braucht. Ansonsten wartet er ab. Scheint sich seine Sache sehr sicher zu sein, was die Fitness betrifft, dass er so 5 Sätze durchspielen kann. Denn es wirkt fast schon ein bisschen wie Rafael Nadal, wie er da spielt, von der Grundlinie aus. 3 Meter dahinter mit sehr viel Topspin, mit sehr großer Fehlermarge. 6:4 für Roddick, das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Stanislas Wawrinka ist nicht bekannt als Schnellstarter. Also da liegt sicher etwas drin noch für den Schweizer und es lohnt sich ganz sicher, bei diesem Match dran zu bleiben. Auch gegen James Blake hat er den ersten Satz abgeben müssen, spielt alles andere als optimal, um sich dann anschließend zu steigern. Und das haben wir schon einige Mal auch bei Grand Slam Turnieren gesehen, dass ihm das Format Best of 5 liegt, weil er eben wie eine Dampffahrt sogar ganz langsam in Fahrt kommt und dann oft im fünften Satz sein bestes Tennis spielt. 14 Fehler bei Stanislas Wawrinka im ersten Satz gegenüber 8 von Andy Roddick, der also diese Quote tief halten konnte. Ja, diese 14, das war zu viel gegen Andy Roddick, der auf Sicherheit vor allem gespielt hat. Klasse gemacht, dieser kurze Crossboard-Ball von Wawrinka, denn der Angriffsball war ausgezeichnet. Und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Plötzlich aus dem Nichts kommt ein Angriff von Andy Roddick. Das macht er geschickt, um dann wieder abzuwarten. Aus vollem Lauf. Mit entsprechendem Risiko von außen beinahe nach innen gespielt. Schauen Sie sich das an. Also über das Aus hinweg. Nicht unbedingt Prozent-Tennis, aber was soll's. Erfolgreich. 30-0.
kein Roddick weit und breit. Kann er sich so viel Marge geben? Ich weiß auch nicht, weshalb er ausgerechnet diese letzte Vorhand nicht zum ersten Mal verzieht. Einen Meter von der Seitenlinie hätte gereicht. Vielleicht doch etwas nervöser, als er gegen außen den Anschein macht. Stanislas Wawrinka wirkt völlig ruhig. Die war nun wirklich nicht einfach zu spielen, diese Rückhand. Der Slice von Roddick blieb nämlich sehr tief. Zudem diesen Ballon einzuspielen, das heißt, ihn über den höchsten Teil des Netzes spielen zu müssen, mit am wenigsten Marge. Manchmal ist das Schwierige einfacher als das scheinbar Einfache. Vor im zweiten Satz. Wawrinka führt mit 1-0. Ich habe die Nervosität angesprochen. Sicherlich ein Faktor heute bei Wawrinka. Ein ganz wichtiges Match für ihn. Ich weiß, du bist nicht so ganz einverstanden mit meiner Theorie. Ich finde, das ist für ihn vielleicht der wichtigste Match in seiner Karriere. Er stand ein paar Mal an der Schwelle zu Viertelfinals bei Grand Slam Turnieren, hat das nicht so richtig geschafft. Was fehlt in seiner Karriere, ist der ganz große Exploit, und das wäre eine Möglichkeit für einen Exploit. Natürlich ist es eine Möglichkeit zu einem Exploit, aber es ist ja nicht die entscheidende Partie. Deshalb bin ich da ein bisschen reserviert, deine Meinung zu teilen. Wäre das jetzt die entscheidende Partie, um auch die Partie zu gewinnen, könnte sie in die Geschichte eingehen, aber er kann unter Umständen hier gewinnen und am Ende ist doch nichts gewonnen. Und deshalb meine ich, sie ganz oben einzureihen, ist vielleicht etwas verfrüht. Wie sagt der Amerikaner? Time will tell.
hat schön was vom Racket von Andy Roddick. Bei diesen Aufschlägen. Das ist selbstverständlich keine neue Nachricht. Das ist immer so, wenn er aufschlägt, oder fast immer so. Und Roddick hält zu Null. Gleich aus zum 1 beide. An der Longline gespielt, so erfolgreich gegen James Blake. Heute noch nicht mit dem gleichen Effekt, noch kein Winner auf der Rückhandseite von Wawrinka. Noch keinen Rückhandwinner, Andy Roddick. Das war sein erster. Dreht auf und holt sich hier zwei Breakchancen. Lössig spielt er um einiges aggressiver als zuvor. Beschleunigt genau im richtigen Augenblick. Nicht, dass es eine Sicht zu lang gewesen sei, sondern Wawrinka meint, Roddick hat diesen Ball nicht erlaufen zuvor. Der ist zweimal aufgekommen und diese Zeitlupe würden wir jetzt gerne noch einmal sehen. Da sind sie beide gleichzeitig aufgesprungen. Die Wahrscheinlichkeit groß, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Aber der Entscheid bleibt bestehen. Break für Roddick. 2-1 im Zweiten. Schweizer Tennis auf SF. Mit Generali. 2-1.
Weniger Verbrauch, mehr Geld sparen. Less is genius. Und damit Sie beim Sparen richtig Gas geben können, gibt es den Fiat Grande Punto, den Panda und den Bravo jetzt für sensationelle 0% Leasing. Jetzt bei Ihrem Fiat-Händler. Das kann nur von Camille Bloch sein. Das neue Ragusa Noir mit Schokolade aus 60% Kakao. Camille Bloch. Mon Chocolat Suisse. Schweizer Tennis auf SF. Mit Generali. Zurück in Birmingham, Alabama. 2-1 führt Roddick mit Break im zweiten Satz. Den ersten Satz hat er ebenfalls für sich entschieden. Es gibt das Fragezeichen bei diesem Ball von vorhin. Ein Fragezeichen, das wir leider nicht aufgelöst bekommen haben. Auch nicht, während die Werbung lief bei Ihnen zu Hause in der Schweiz. Keine Slow-Motion der umstrittenen Szene. Dafür sehen wir hier Physiotherapeut Gajo Schmid, der sich um Stanislas Wawrinka kümmert, um seine linke Schulter. Glücklicherweise ist es die linke Schulter. Ja, jetzt sind wir gespannt. Das war zweimal, würde ich jetzt sagen. Da kommt der Ball auf und da kommt der Schläger. Tja, meine Freunde. Ganz sauber war das nicht zu sehen, aber wenn ich das richtig interpretiert habe, hat der Ball zum zweiten Mal den Boden berührt, kam dann hoch zum Schläger von Roddick, der den Lob spielte. Das habe ich mir fast gedacht, denn sowas ist auch zu hören, wenn man natürlich in der Nähe ist. Man hört quasi den Doppelschlag. Nicht für uns selbstverständlich, nicht über die Außenmikrofone, sicher nicht für die Zuschauer, denn es war schon sehr laut hier. Aber es hat mich schon gewundert, dass beide gleichzeitig aufgesprungen sind. Also nicht aufgesprungen, der eine ist aufgesprungen, der andere hatte gleich, hallo, 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 was ist hier los? Und Lüthi saß relativ nahe dran. Einer, der es ganz sicher weiß, ist übrigens Andy Roddick, der sich hüten wird, ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, es hat auch schon Spieler gegeben, die gesagt haben, sorry, zweimal berührt. Das braucht aber einiges beim Breakball im Davis Cup, bei der vermeintlich vorentscheidenden Partie. Tja. Ja, glücklicherweise brauchte die linke Schulter nur als Hilfe bei der Rückhand, um den Ball aufzuwerfen beim Aufschlag. Also weitergehen dürfte es auf jeden Fall. Aber es geht unter nicht allzu guten Vorzeichen weiter. Roddick hat hier den Tritt gefunden, führt mit Break und Satz. Roddick, der zum 11. Mal bereits den berühmten Sack zumachen könnte. Und die bisherigen 10 Gelegenheiten in Davis Cup Partien hat er genutzt. Seine Bilanz 10-0, wenn es darum ging, das entscheidende Spiel zu gewinnen. Und er spielte ausgezeichnet, hat sich noch gesteigert zu Beginn des zweiten Satzes. Absolut fehlerfrei. Wenn wir auf die Statistik schauen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Noch kein unerzwungener Fehler. Schnellzugstempo für Andy Roddick. 2-0 erneut. Mhm.
scheint noch was vorzuhaben heute. Ja, Wawrinka braucht ein Erfolgserlebnis. Ein Erfolgsturnier ist vor allem bei den Aufschlagspielen von Roddick. Braucht vielleicht auch etwas Glück, ähnliches Glück, das Roddick hatte zuvor bei diesem Fehlentscheid. Ich weiß nicht, was das ist mit der Schulter, aber ich habe den Eindruck, dass er heute nicht ganz so hart aufschlägt wie gegen James Blake. Nur zwischendurch drauf hält. Kleine Auszeit jetzt auch von Andy Roddick, kann er sich natürlich leisten als Rückschläger, wenn er weiter so aufschlägt, wie er das getan hat. Noch keine einzige Breakchance bisher für Stanislas Wawrinka in diesem Match. Alles läuft nach Plan für Andy Roddick bis hierhin. Ja, geplant war das vor allem auch von Bob Bryan gestern, der den Zuschauern garantiert hat, dass die Vereinigten Staaten heute mit Roddick diese Partie entscheiden werden. Das nach dem Doppel. Das hat doch einige Leute ein wenig erstaunt. Wobei diese Garantie ohne irgendwelche Garantien geleistet wurde. Vor allem ist es ja schwierig zu sehen, wie er garantieren kann, dass ein anderer diese Partie entscheidet. Hat er den Mund ein bisschen sehr voll genommen, dieser Bob Bryan, aber natürlich hat das dem amerikanischen Publikum gefallen. Weniger gefallen hat es übrigens Severin Lüthi, der wurde dann in der offiziellen Pressekonferenz darauf angesprochen. Er hat gesagt, es ist uns eigentlich völlig wurscht, was dieser Bob Bryan zu sagen hat. Ich sage an dieser Stelle, nach dem Einzel von Stan gegen Andy steht es 2-2. Trash Talk, würde man im Eishockey sagen, aber auf höflichem Niveau. Ja, im Eishockey geht es etwas anders zu, wenn ich das richtig verstehe. Aus der Entfernung, also der Distanz, wollte ich sagen. Trash Talk, aber wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes. Vor allem auf dem Eis wird es wahrscheinlich nicht ganz so höflich sein. Das ist das, was ich gemeint habe. Keine druckreifen Worte. War der auch drauf? Heute ist alles drauf. Diesmal keine Reaktion von Wawrinka. Von mir schien der neben der Linie zu sein. Ja, im Seiten aus. Die Worte ja hier nicht auf dem Feld waren, mehr neben dem Feld oder in der Pressekonferenz. Du meinst wegen dem Trash Talk? Wegen dem Trash Talk, ja. Ja, Brian hat es auf dem Feld gesagt. Aber nicht in der Hitze des Gefechts. Erst nach dem Spiel.
Roddick ist etwas aufgerückt, näher an der Grundlinie dran. Macht aber auch ein paar Fehler mehr, wenn er den Ball etwas früher nimmt. Sechster Satz von Roddick. Meilen mit zusätzlichem Drall, wie hier zu sehen ist, wie der Ball nach links wegträgt. Das kann auch nicht jeder. Sehr konstant, 134 Meilen, 135 Meilen. 85% der ersten Aufschläge im Feld in diesem Satz. Hat überhaupt erst einen Punkt verloren nach eigenem Aufschlag im zweiten Durchgang. Andy Roddick, der hier mit 4:2 in Führung geht. Pascal Maria, der zweite Schiedsrichter. Der Ball fast zweimal aufgekommen vor dem Slice von Roddick. Das Niveau etwas abgeflacht. Dieser weitere Fehler unterstreicht. Wawrinka hält, kommt wieder ran auf 3:4, braucht aber dringend das Break, von dem er bisher meilenweit entfernt war. Nicht zuletzt, weil Roddick einmal mehr ausgezeichnet aufschlägt, vor allem was die Prozentzahl der ersten im Feld betrifft. Das hat auch damit zu tun, dass er nicht so schnell wie möglich aufschlägt, sondern jeweils beim ersten Aufschlag etwas Drall mitgibt. Da er die Bälle so hart schlagen kann, hat selbst sein erster Aufschlag mit Drall immer noch um die 135 Meilen. Und das ist schon einzigartig auf der Tour. Ich weiß nicht, wer das sonst noch so handhaben könnte. Vielleicht Ivo Karlovic, aber die Leute, die so viel Zug haben, so hart aufschlagen können mit Drall, die sind doch dünn gesät. 32 Davis Cup Titel für die USA in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Und die Geschichte dieses Wettbewerbs geht zurück auf das Jahr 1900. Da wurde der Davis Cup zum ersten Mal ausgetragen. Und für jedes Jahr, in dem die USA den Titel sich geholt haben, hängt ein Plakat an der Decke.
2007. Der letzte Triumph für die USA in Portland. Da besiegten sie die Russen mit 4:1. Und das nach sehr langer Durststrecke. Die längste Durststrecke überhaupt für die USA. 12 Jahre vergingen zwischen dem vorletzten und dem letzten Titel. 1995 USA-Russland 3:2. 12 Jahre später wieder gegen Russland 4:1. Was für ein Geschenk. Es ist schwierig. Einmal hatte er die Möglichkeit, Roddick unter Druck zu setzen. Führte mit 0:30. Aber ansonsten ist es immer Roddick, der vorlegt. Und wenn er einmal vorlegt, dann ist es schwierig bei diesem Aufschläger. Was uns hier einmal mehr bewiesen wird. Ja, solche Fehler liegen einfach nicht drin. Wenn er eine Chance haben will in den Aufschlagspielen von Roddick. Die Quetsche. Forehand Slice, Return Winner. Sieht man nicht allzu oft. Er ist dran. Er braucht ein Erfolgserlebnis, zumindest mal einen Breakball, irgendwo ein Hoffnungsschimmer. Ein Geschoss. Nicht abzudecken, außer man geht zum Vornherein in die richtige Ecke. 133 Meilen. Ab durch die Mitte. Spielball Roddick zum 5:3. Ja, umso ärgerlicher dieser erste Punkt im Aufschlagspiel von Roddick. Dieser völlig unnötige Fehler. Fünf zu drei für den Amerikaner. Eine Chance noch für Wawrinka bei Aufschlag des Amerikaners, wenn er denn selber jetzt sein Aufschlagspiel halten kann. Thank you.
zeigt einmal mehr sehr viel Gefühl auf der Rückhandseite. Stanislav Wawrinka auch sehr viel Übersicht. Oft die richtige Lösung, wenn man nicht sauber zum Ball steht, ihn nur zurückzulegen in die Füße des Gegners, der hier heranstürmt. Und der nichts anfangen kann mit diesem tiefen Ball. Passte die Beinarbeit überhaupt nicht bei Stanislav Wawrinka. Die Bälle springen nicht allzu hoch weg auf dieser Unterlage. Zwischendurch wird das von den Spielern überschätzt oder unterschätzt, je nachdem, wie sie es wollen. Der Ball kommt nicht bis zur Grundlinie. Seitenaus verzogen. Nach 40-15 Einstand. Roddick nahe dran am Satzgewinn. Unverhofft vielleicht schon mit einer Chance in diesem Aufschlagspiel von Wawrinka. Drauf. Durchatmen. Der verkürzt auf 4-5. Letzte Chance, also wie angesprochen. Kommt gleich die letzte Chance, Roddick im zweiten Satz doch noch zu breaken. Nach wie vor war er nicht wirklich nahe dran, das zu schaffen. Aber vielleicht sieht das anders aus, wenn Roddick zum Satz serviert. War ja schon im ersten Durchgang so, dass er da am meisten Nerven gezeigt hat. Ja, da führte Wawrinka mit 0-30. Das war die beste Möglichkeit, dem Amerikaner den Aufschlag zu durchbrechen. Die Aufgabe war äußerst schwierig. Wir haben es mehrmals angesprochen. Die Prozentzahl der ersten Aufschläge bei Roddick in diesem Satz ist sehr hoch mit 79%, fast 80%. Das ist schon extra klasse und das sind ja nicht erste Aufschläge, die reingelegt sind. Kann man nicht so sagen, nein. Auch wenn er ein bisschen Dampf rausnimmt, das ist immer noch beeindruckend, was da rüberkommt. Ja, alle weit über 200 km/h schnell. Der schnellste übrigens bei dieser Begegnung zwischen den USA und der Schweiz. Ein Aufschlag von Roddick mit 146 Meilen, der allerdings nicht in die Statistik kam, weil er das Netz berührte, aber das zeigt, wie viele er eigentlich herausnimmt, ungefähr 10 Meilen an Geschwindigkeit, um diesen Druck dann umzuformen, quasi in Drall, sich etwas zusätzlich Marge zu geben. Andy Roddick serviert für den Gewinn des zweiten Satzes.
Da spielt er so konservativ über weite Strecken, um dann, wenn es wichtig wird, doch zu beschleunigen. Und das war noch aus dem letzten Game. Der letzte Volley, der lange Volley von Stanislas Wawrinka. Wir wissen nicht genau, was der Regisseur uns hier zeigen wollte. Fast immer eine Hand mehr drin, um es in der Boxersprache zu sagen heute, wenn es zählt. Auch bei diesem wichtigen Punkt hatte er die richtige Nase für das, was Wawrinka tun würde, nämlich hier. Dann serviert sich's auch einfacher mit einem 30-0 im Rücken. Drei Satzbälle für Andy Roddick. Er hat es nicht gemerkt, du auch nicht. Da hat jemand ausgerufen. Ah, da hat jemand ausgerufen. Also kein Ass. Schauen wir uns das in der Verlangsamung an. War vielleicht zu lang. Wobei sich Roddick nun wirklich nicht beklagen kann, was die Schiedsrichter betrifft in dieser Partie. Es gab einige umstrittene Entscheidungen, die meisten zu seinen Gunsten. Brooklyn Decker, die Freundin von Andy Roddick. Und jetzt ist es soweit. Bitte ein bisschen Verzögerung. Doch noch drei Satzbälle für Roddick. Sind noch einen Satz vom Einzug in die nächste Runde entfernt. Andy Roddick gewinnt auch den zweiten Durchgang mit 6-4. Und spielt in diesem zweiten Durchgang sicher stärker als im ersten. Auch am Ende. Erwischt in den richtigen Augenblick, um zu beschleunigen. Und das ist der richtige Augenblick, um etwas zu schweigen, denn jetzt kommt die Hymne. Sweet Home Alabama. Song schlechthin, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Und weil Stanislas Wawrinka den Platz verlassen hat, dauert die Pause etwas länger, gibt dem DJ hier in der Halle die Gelegenheit, auch noch andere Songs einzuspielen. Also hätte auch die neue Version einspielen können von Kid Rock. Wobei, es ist ja eigentlich einfach, mit diesem Titel einen Hit zu wiederholen, denn wenn jeder hier in der Halle jeden auch noch sagt, ja, kauf dir die CD, da habe ich gleich mal einen, ja, genügend zusammen, um auf der Hitparade zu erscheinen. Wahrscheinlich kauft jeder in Alabama die neue Version. Jeder, der stolz ist auf seinen Start.
Und das sind sie ganz sicher. Scheint so zu sein auf jeden Fall. Der Davis Cup, der ja bewusst in die Provinz vergeben wurde von der USTA, vom amerikanischen Tennisverband. Ein bisschen einfacher hier die Halle mit 17.000 zu füllen als beispielsweise in New York oder Los Angeles oder wo auch immer. Da die Konkurrenz anderer Teams nicht allzu groß ist. Sie haben zwar ein ausgezeichnetes Football-Team hier, das Universitätsteam, die Trailblazers, aber wenn es um die Profi-Teams geht, ich meine, da ist Fehlanzeige, ich kenne keines in Birmingham, vielleicht haben sie ein Damen-Basketball-Team oder sowas ähnliches, da kenne ich mich nicht aus, das ist durchaus möglich. Aber der normalen Ligen, also Baseball, Football, Basketball, Fehlanzeige. Entsprechend schnell war der Anlass ausverkauft für die drei Tage. Natürlich auch in der Meinung, dass Roger Federer kommen würde. Was sicher ein anderer an Fischer gewesen wäre, rein auf dem Papier. Wobei sich diese Partie doch zu einer spannenden Auseinandersetzung entwickelt hat. Wenn wir hier noch die Zahlen zum zweiten Satz sehen, ist Stanislas Wawrinka zurückgekehrt auf denselben. Übrigens um sein Leibchen gibt es eine Kontroverse. Es gibt sogar eine Untersuchung der International Tennis Federation, denn das wird gesagt, das sei kein korrektes Rot. Und die Länder müssen ja in den Nationenfarben antreten. Auch dafür gibt es Regeln und entsprechend Strafen. Gut ist alles geregelt im Leben und gut gibt es keine größeren Probleme. Ja, gut gibt es auch dafür jemanden, der zuständig ist, der dafür sorgt, dass er Arbeit hat. Denn es gibt wahrscheinlich nicht allzu viele wichtige Dinge in dieser Woche. Das ist korrektes Rot bei Severin Lüthi. Bei Wawrinka, das sei mehr Orange. Aber er ist kein Holländer, das können wir Ihnen versichern. Kapitel aus der unendlichen Geschichte mit dem Titel Regeln, die die Welt nicht braucht. Wobei es in dieser Situation wohl eher eine Frage ist, wie man eine Regel anwendet. Die Regel an für sich ist ja sinnvoll, aber man kann es übertreiben. Dienst nach Vorschrift ist selten gut in solchen Momenten. Man könnte ja auch noch eine Farbanalyse machen, wie viele Anteile Rot tatsächlich in diesem vielleicht orangen Hemd drin sind. Also den Papierstapel zu dieser Untersuchung, den würde ich dann gerne sehen, wie viele Leute sich da den Kopf zerbrechen darüber. Wie auch immer, schließen wir dieses Thema ab. Wawrinka serviert hier nach Vorschrift, geht mit 1-0 in Führung im dritten Satz und braucht immer noch das dringende Erfolgserlebnis, möglichst in Form eines Breaks. Zumindest einmal einen Breakball sicher spielen. An einem Break schnuppern, das wäre schon ein kleines Highlight. Zweimal 30 beide, bis jetzt die Ausbeute. Sehr dürftig. Und dies nicht unbedingt, weil Wawrinka so schlecht retourniert hätte. Das hat sehr viel mit den Aufschlägen von Roddick zu tun, der auch danach äußerst solide spielt heute, wie auch gegen Marco Cudinelli.
der muss natürlich rüber. Wobei dieser zweite Aufschlag mit 111 Meilen auch ziemlich zügig daherkam. Schneller als die meisten ersten Aufschläge von Ivo Allegro gestern im Doppel. Knappe 180 Stundenkilometer. Das ist für Roddick-Verhältnisse schon ein enges Aufschlagspiel. Bei 40-30. Aber wenn es mal eng wird, dann hat er fast sicher einen ersten Aufschlag im Feld. So auch hier. Weißt du, vielleicht sind wir auch ein bisschen verwöhnt, weil wir ja meistens Roger Federer übertragen. Und wenn der gegen Roddick spielt, dann kommen fast alle Returns zurück. Das ist sicher richtig. 16-2 die Bilanz zwischen Federer und Roddick. Seiten aus. Und wieder genau in dem Moment, wo Roddick kurz wird, die Möglichkeit eigentlich vorhanden wäre, zu beschleunigen. 0:30. Zum Vergessen. Drei Breakchancen Roddick. Dieses Spiel könnte ein Knackpunkt sein. Irgendwie dieses Spiel noch nach Hause servieren, das könnte Auftrieb geben.
Und wer weiß, sollte Roddick die Konzentration einmal verlieren. Ein Break könnte ja den Satzgewinn bedeuten. Nur wird hier ich das Gefühl nicht los, dass dieses Aufschlagspiel Pflicht ist. Könnte, wäre, hätte. Leider alles hinfällig geworden. Roddick mit dem Break. Man kann nicht sagen, er hat sich das Break geholt. Wawrinka einmal mehr mit zu vielen Fehlern. Er spielt aber auch wie eine Wand da hinten. Man hat nicht das Gefühl, dass er einen Fehler machen wird. Nicht, wenn der Ball 15 oder 20 Mal übers Netz geht. Er spielt mit sehr viel Marge, fast schon wie Rafael Nadal. Schweizer Tennis auf SF mit Generali. Schweizer Tennis auf SF mit Generali. Es sieht nicht gut aus. Nein, man muss es anders sagen. Es sieht schlecht aus für die Schweiz. 0-2 Satzrückstand. Und auch im dritten Satz liegt Stanislas Wawrinka bereits mit Break zurück. 2-1 führt Andy Roddick. Ausgezeichnete Verteidigungsarbeit von Andy Roddick. Er spielt bärenstark, da gibt es nichts dagegen zu sagen. Es ist ja nicht nur Wawrinka, der ein paar Fehler zu viel macht. Es ist vor allem auch Roddick, der kaum Fehler macht, egal was Wawrinka versucht. Allerdings statistisch gesehen wohl auch nur fast nur jeden zweiten Punkt spielen bei eigenem Aufschlag. Da kann man sich natürlich auch einfacher einhängen, die Konzentration behalten. Überhaupt in dieser Partie. Und der Punkt geht an Wawrinka. Klasse Lob. Aber das reichte nicht. Er ist zwar oft am Ball dran, denn Roddick hat nur 8 Asse geschlagen, aber leider sind sie nicht oft drin. Dran, aber nicht drin, reicht leider nicht. Thank you.
Was für ein Slice. Und da zeigt sich einmal mehr, dass ein ausgezeichneter Slice ein ausgezeichneter Ball ist. Auch wenn es einige gibt, die sagen, ja, das ist die Schule von gestern. Sehr effektiv und hier vor allem sehr effizient eingesetzt von Stanislas Wawrinka. Ein Spielball noch für Roddick. Meistens reicht das. Hier auch. 3-1 für den Amerikaner. Von Carlos Bernardes. Ein bisschen verwegen, dieser Overhaul. Sollte wirklich mal aus gewesen sein, handelt es sich hier um einen Millimeter. Oder besser, sollte er drauf gewesen sein. Und wie sagt es im Regelbuch so schön, heißt es im Regelbuch so schön, nur bei einer eindeutigen oder bei einem eindeutigen Fehlentscheid sollte er einen Overhaul tätigen. Das war einmal mehr alles andere als eindeutig. Macht meiner Ansicht nach nicht unbedingt eine glückliche Figur heute, unser Schiedsrichter. Beweist Wawrinka, dass er auch Gefühl in der Hand hat. Zwei Bälle zum 2-3. Sein fünftes Ass in diesem Match bringt ihn näher heran auf 2-3 im dritten Satz. Ja, was soll er tun beim Return? Er könnte mal versuchen, noch weiter zurückzuweichen, einfach um Roddick eine andere Optik zu zeigen. Das würde zwar den Winkel nach außen zusätzlich aufmachen, aber es kann sein, dass wenn der Gegner eine andere Optik kriegt, dass ihn diesen leicht verwirrten Rhythmus etwas ändert und es dazu führt, dass ein paar erste Aufschläge nicht im Feld sind. Ist eine alte Methode oder man kann auch zusätzlich aufschließen. Einfach, dass wenn der Aufschlagende übers Netz schaut, das Ganze optisch sich verändert hat.
Die Bryan Brothers. Das ist, glaube ich, Bob, ne? Das war Bob. Ja, das war Bob. Der mit etwas fülligerem Gesicht. Das ist Bob. Ist auch ein bisschen größer als Mike, den Sie rechts sehen. Und James Blake ist in die Halle gekommen. Heißt er sich seine Sache ziemlich sicher? Oder er ist eher sicher, dass sich Roddick seine Sache sicher ist? Blake, der ja anschließend vorgesehen ist für das Spiel gegen Marco Giudinelli. Will dabei sein, wenn der vermeintlich entscheidende Punkt gewonnen wird. Vermeintlich, das wäre dann der entscheidende Punkt. Sollte es Roddick sein, der ihn gewinnt, dann wäre es der entscheidende, definitiv. Und sollte er so weiter servieren, ist das auch kaum anzuzweifeln. Ich weiß nicht, wie die Statistik ausschaut, wie viele Punkte Roddick tatsächlich ausspielen musste bei eigenem Aufschlag. Francesco Riccibitti, der Präsident des Internationalen Tennisverbandes. Denn diese neun Asse in der Statistik erzählen nur die halbe Geschichte. Das zehnte Ass. Geschichte. Selbst wenn er da mal drin ist in einem Ballwechsel, packt er die Chance nicht, dann kommt der Fehler. 4:2 für die USA. Zweimal noch den eigenen Aufschlag halten und die Vereinigten Staaten stehen im Viertelfinale. Die Konzentration ist etwas weg bei Stanislav Wawrinka. Roddick hat ihm den Schneid ein wenig abgekauft. Thank you.
Zu lang. Der Volley von Wawrinka. 15:30. Ich denke mal, James Blake wird nicht ganz unglücklich sein, dass er nicht antreten muss bei zwei beide. So wie er gespielt hat am Freitag. Da ahnte er die richtige Ecke und war trotzdem nicht bereit, Vorhand zu spielen. 15:40, Chance zum Doppelbreak für Andy Roddick. Was wahrscheinlich die Entscheidung wäre. Tja, das war's. Zweites Break für Andy Roddick. 5-2, die Führung für die USA gegen die Schweiz und das bei 2-0 setzen. Schweizer Tennis auf SF mit Generali. Jack Wolfskin, draußen zu Hause. Jetzt Katalog anfordern. Schweizer Tennis auf SF mit Generali. Birmingham, Alabama, feiert. Und wenn Andy Roddick das Aufschlagspiel hält, das nächste, dann wird hier was abgehen in der Halle. Denn dann sind die Vereinigten Staaten durch. Dann haben sie den dritten Punkt sich geholt und stehen im Viertelfinale. Und dass Andy Roddick das schaffen wird, davon sind sicherlich 99% hier in der Halle überzeugt. 4 von 6 Breakchancen genutzt, Wawrinka hatte keine. Zweimal 30 beide, das ist die Ausbeute gegen den Aufschlag von Roddick. Kein Breakball, niemals Einstand, eigentlich keine Chance. Vielleicht kommt sie jetzt. Das gab es einmal bereits. Ein 0:30, als Roddick für den ersten Satz aufschlug. Dann folgte, waren 4 Punkte in Folge für Roddick.
Und in diesem Game sind es zumindest mal zwei in Folge. Matchball Nummer 1. Die USA feiern den Einzug in den Viertelfinal. Andy Roddick war heute schlicht zu stark für Stanislas Wawrinka. Ja, der Teamleader Roddick am Freitag stark, heute stark. Hat kaum Fehler gemacht von der Grundlinie aus. Da hat er sich doch gewaltig gesteigert in den letzten Monaten, vor allem auch was die Beinarbeit betrifft. Das sah zwar nicht immer sehr attraktiv aus, wie er hier agierte, vor allem in den Sätzen 1 und 2, aber es war äußerst effektiv. Zum 11. Mal in Folge also schafft Andy Roddick den entscheidenden Punkt für die USA. Noch nie wurde er geschlagen, wenn es darum ging, den Sack zuzumachen, auch heute nicht. Bleibt anzufügen, dass sich das Schweizer Team ausgezeichnet geschlagen hat hier in Birmingham, Alabama, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Die Leistung von Stanislav Wawrinka am Freitag wie auch am Samstag hervorragend. Und wer weiß, wie diese Partie ausgegangen wäre, wenn wir unseren Teamleader Roger Federer auch mit dabei gehabt hätten. Gut möglich, dass dann nicht die US-Fahne da geschwenkt worden wäre, sondern die Schweizer Fahne. Also das Plakat Roger, we miss you, das bringt es schon auf den Punkt. Er hat hier gefehlt und es ist schade, dass er nicht mit dabei war. Auch wegen der Atmosphäre in Birmingham, Alabama. Die Schweizer haben sich also 8-Paar hier geschlagen in dieser Erstrundenbegegnung des Davis Cups 2009. Am Ende allerdings ein 1-3 gegen den hohen Favoriten, gegen die Vereinigten Staaten. Und damit geht's zurück nach Zürich. Der Stefan Bühr und der Heinz Günthardt haben kommentiert, ja, die Schweizer, die müssen jetzt ins Playoff kämpfen, dort im September um einen Klasserhalt in der Weltgruppe. Und die Amerikaner, die treffen im Viertelfinal auf Kroatien. Die Kroaten haben die Chilenen gerade mit 5-0 geschlagen. Reaktionen auf das Scheitern von der Schweizer im Davis Cup gegen die USA gibt's beim nächsten Sporttermin. Das ist um 11 Uhr auf SF1, Tagesschau Spätausgabe. Dort sollte, wenn alles gut läuft, Reaktionen geben. Vom Schweizer Team. Hier auf SF 2 geht es jetzt weiter mit der Serie Lost. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Vergnügen. Habt einen guten Abend. Ade miteinander. Schweizer Tennis auf SF mit Generali. Diana, Prinzessin von Wales, verstarb nach einem Autounfall in Paris. Die Queen schweigt. Kein Mitglied der königlichen Familie wird sich öffentlich darüber äußern. Hier geht es um eine Privatangelegenheit. Doch das Volk fordert Aufklärung. Wo